Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ihr seht es bereits hier im Video und ich denke mal, die meisten werden auch den Livestream gesehen haben. Falls nicht, solltet ihr das auf jeden Fall unbedingt nachholen, den wir gestern hochgeladen haben. Und ja, was soll ich sagen, es war einfach nur unglaublich krass gewesen und ich habe es im Livestream schon gesagt, aber ich muss es einfach nochmal sagen. Es ist unglaublich, ich kann es selbst kaum fassen, aber wirklich vielen lieben Dank an alle Leute, die das möglich gemacht haben, dass wir gestern oder schrägstrich vorgestern so einen coolen, nicen Livestream machen konnten mit Dreamscape und allen anderen Leuten, die dabei waren. Grüße gehen raus und ja, ohne euch wäre das so in der Form nicht möglich gewesen. Ich möchte wirklich jeden Einzelnen nochmal vielen lieben Dank sagen, ja, der das Projekt hier supportet hat und es insgesamt über 200 Euro zusammen an Spenden reinkamen, nur für diesen Account, nur für dieses Projekt. Ja, und deswegen kam es dazu zustande, dass wir ja circa 5000 Pilze in diesen Account investiert haben, in etwa 4 Stunden Streamingzeit. Ja, es ist einfach krass gewesen, vor allen Dingen auch der Livestream selbst war auch ziemlich, ziemlich heftig. Wir waren bei Dreamscape zu den höchsten Punkten irgendwas um die 300 Zuschauer. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Was mir auch wiederum zeigt, dass es wirklich euch sehr gut gefallen haben muss. Ja, oder ihr habt aufs Mitleid zugeschaut, kann auch sein, ja. Aber auf jeden Fall war das somit die geilste Aktion, die ich bisher dieses Jahr machen durfte. Und ja, vor allen Dingen was mit anderen SF-YouTubern zusammen zu machen, da freue ich mich immer sehr drüber. Und vor allen Dingen halt mit so einer Legende wie dem Dreamscape hier meinen Account spielen zu lassen, ist halt sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, er konnte auch mal einen Account mit Avatar spielen. Ja, hat ihn also auch gefreut. Er konnte Pilze verbraten. Mein Account ist gestiegen. Also ja, und ihr habt einen richtig coolen Livestream bekommen. Also eine Win-Win-Win-Situation, würde ich mal behaupten. Und dadurch, dass denn die Leute da ja so fleißig denn donated haben, hat sich das Ganze natürlich dann auch ein bisschen gespreadet. Heißt, es liegt nicht auf einer Einzelperson so viel Last, sondern es kamen halt sehr viele kleine Sachen da rein. Außer bei einem, der hatte 100 Euro tatsächlich da gelassen. Also das ist echt extrem. Im Livestream sieht man da nochmal die ganzen Donator zum Anfang. Ja, also recht herzliche Grüße gehen an euch raus und vielen lieben Dank dafür. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt damit? Ja, das kann ich euch natürlich sagen. Ich werde auf diesen Account jetzt aktiv weiterspielen. Heißt, ich hatte den ja vorher schon auf 300 Alu gezockt, hier den Account, ja. Und das Ganze werde ich jetzt bei 300 Alu auch so belassen. Oder 320 Alu, je nachdem. Wenn die Verzauberung kommt, werde ich natürlich auch 320 spielen. Aber ja, so sieht das Ganze momentan aus. Und ja, ganz basic-mäßig werde ich das mit 300 Alu 50er Mount zocken. Ne? Und ja, das wird jetzt auf jeden Fall erstmal meine Mission hier auf dem Server, denn ist natürlich klar, diese Aktion wäre nicht entstanden, wenn ich jetzt hier auf dem Server jetzt irgendwie den nächsten Tag gequittet hätte oder so. Und ich hatte ja auch sowieso von vornherein gesagt, dass ich eigentlich auf einem Dämonenjäger in Endgame schon Bock hätte, allerdings der Weg dahin mir ein bisschen zu stressig ist. So. Und ich hatte nur noch dann so ein bisschen die Gilde hier so am Leben erhalten, so auf dem Server hier, oder Motivation gegeben, hier weiter zu spielen so. Und ja, die Klasse selbst, muss ich sagen, hat mich halt so nicht wirklich begeistert. Ne? Es ist halt wirklich nachher im wirklichen Endgame die Kombination halt wirklich aus den Rüstungsgegenständen und ja, der Waffe und alles sowas, dass das eine ganz coole optische Klasse werden könnte und auch halt, ja, weiß ich nicht, aber ansonsten die Fähigkeit an sich catcht mich jetzt wirklich nicht so, aber ich sag mal so, das Gesamtpaket zwischen Gilde, ja, den Rüstungselementen und eventuell dadurch, dass es halt eine neue Klasse ist und durch diese Aktion jetzt natürlich gebündelt, werde ich hier auf dem Server auch längerfristig spielen. Heißt, ich werde das Ganze hier so handhaben wie auf meinem Battlemage, dass ich quasi hier auch 50er Mount spiele plus ja, 320 Alu. Das mache ich ja auf meinem Battlemage genauso.
Und ja, aber viel mehr halt dann auch nicht. Aber das ist ja zumindest das Wichtigste so für, ja, ich sag mal fürs Late Game. Ja, viel mehr, weiß ich nicht. Ist ja auch gar nicht großartig nötig so. Ne? Und deswegen, ja, bin ich froh auf jeden Fall, dass jetzt da die Schritte soweit gemacht worden sind und dass wir da uns schon einigermaßen gut vorankämpfen konnten. So, wir haben sehr, sehr viele Level gemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie viele es waren. Ich hatte es ja im Thumbnail vom Livestream, hatte ich das ja aufgeschrieben gehabt. Irgendwas um die 70, ja, zwischen 70 und 80 Level irgendwie auf jeden Fall. Und das ist ziemlich, ziemlich krass. Hat mir einen ganz guten Push gegeben, auch von der Ehrenhalle her. So. Und ja, ich sag mal so, das ganze Projekt an sich hat doch zu überwiegend großen Teilen den Leuten gefallen. Und ja, dazu muss ich nochmal sagen, ich versuche immer den meisten Leuten das immer so recht wie möglich zu machen. Aber allerdings kannst du es nicht immer allen Leuten recht machen, so, ne? Und ja, ich bitte die Leute, die da jetzt eventuell nicht so das Verständnis für haben an solchen Projekten, warum auch immer, ja, keine Ahnung, dass ja, dass das einfach zur Unterhaltung eigentlich mehr gilt, so, weil am Ende des Tages läuft es hier halt auf ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Unterhaltung raus, so, ne? Und ja, auf jeden Fall hat das sehr viel Anhang gefunden und ich denke mal, da kann keiner was gegen sagen, wenn der überwiegende Teil der Leute wirklich für so ein Projekt sind. Und ja, das haben wir ja gesehen, dass sich sehr, sehr viele Leute dafür interessiert haben und sich auch sehr viele Leute gefreut haben. Und ja, das ist eigentlich das, was du am Ende des Tages erreichen solltest. Zu allen kannst du es halt eh wirklich nie recht machen, aber ja. Das so erstmal meine Meinung dazu. Es wird auch wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, in dem Ausmaße jetzt sowieso nicht mehr, weil bei mir hat sich das ja auch gerade angeboten, weil ich halt mehr so, ja, nicht Free-to-Play, aber Free-to-Play-Spielweise, so, also das verstehen auch immer nicht viele, so. Ich, ja, pilze zwar rein, aber ich habe halt so diese Free-to-Play-Spielweise, ne, dass ich halt nicht wirklich großartig was mache und mein Sammelalbum alle 10 Minuten fülle und so eine Sachen halt alles, ne, also alles, was ein Free-to-Play-Spieler auch macht. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, dass ich den Char auch so behandelt habe und dementsprechend da sehr viel Potenzial halt rauszuschöpfen war. Und deswegen hatte sich das Projekt auch angeboten gehabt und deswegen haben wir auch so viele Level gemacht in der kurzen Zeit. Und ja, jetzt würde es wahrscheinlich nicht mehr so viel Sinn machen, weil halt das meiste, also ist ja jetzt schon so weit gemacht. Also klar, es würden immer noch Dungeons gehen, man kann immer noch hardcore-mäßig reinpilzen und man kann auch da versuchen und da versuchen. Aber die meisten Dungeons haben wir jetzt eigentlich so, ja, was in der kurzen Zeitspanne jetzt möglich ist, getan und ja, relativ viele Dungeons aufgehoben gehabt, so, und das ist eigentlich ganz gut gewesen, auch für den Anlass, ne? Das hat sich ganz gut getroffen. Deswegen, ja, also in diesem Standpunkt, wo ich jetzt bin, hier mit Stufe 206, würde ich halt nicht annähernd so viele Level nochmal schaffen, ist ja auch logisch, ne? Deswegen war dieser Levelbereich halt sehr passend. Auf jeden Fall, ne? Und ja. Ja, so sieht das auf jeden Fall aus hier auf S41. Jetzt wisst ihr da auf jeden Fall, wie das bei mir die Tage auch weitergehen wird, ne? Also wie gesagt, ganz, ganz chillig eigentlich so. Füll noch meine paar Sachen hier aus dem Sammelalbum, was mir hier noch so ein bisschen fehlt. Ja, der Dreamy hat ja schon gute Arbeit geleistet. Und ja, werde dann ganz gechillt hier weiter zocken auf dem Server. Werde mich jetzt auch nicht so häufig umequippen. Das wird halt ein ganz, ganz chilliger Server und mehr soll es auch nicht werden, weil, wie gesagt, vier Accounts, ne, sind halt auch schon mehr als genug eigentlich, ne? Ja, eigentlich wollte ich gar keinen vierten oder dritten richtigen Account noch mit dazu nehmen, aber ja, den habe ich jetzt noch mit dazu genommen. Glücksrad werde ich ja auch nicht weiter drehen auf dem Server, ne? Das bringt zwar auch einen heftigen Boost, muss ich sagen. Und schlägt mich wahrscheinlich auch nach hinten, katapultiert mich weiter nach hinten mit der Zeit, wenn ich es nicht mache. Aber ich werde hier nur für Lucky Coins am Rad drehen und ja, mehr werde ich hier auf dem Server nicht machen. Gut, das so meine aktuelle Lage zu S41, zum Dämonenjäger. Wird auf jeden Fall weitergezockt, ganz klar. Und ja, das war es soweit von mir. Wie gesagt, vielen Dank nochmal,
dass ihr diese Aktion möglich gemacht habt. Ja, Dankeschön an jeden Einzelnen, der da was dagelassen hat und natürlich auch an alle Leute, die da zugeguckt haben. Das ist ja auch immer nicht selbstverständlich, dass da denn die Leute dann auch so pünktlich dann am Start sind und das Ganze indirekt durch ihre Aufmerksamkeit dem Projekt gegenüber auch supporten. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Ne? Jo, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.